Selena hat für diese Tat ein Alibi. Ich möchte einen Zeugen aufrufen. Ja, den Stofffetzen. Der Fetzen ist schmutzig, aber das Kleid, aus dem er fehlt, ist sauber und in einem guten Zustand. Das sieht so aus, als hätte jemand den Fetzen nachträglich dort platziert. Lasst mich sehen. Ihr habt recht, das sieht wirklich sehr verdächtig aus. Und sie hätte auch nicht genug Zeit gehabt, das Kleid zu waschen, zu trocknen und zu plätten. Das entkräftet diesen Vorwurf natürlich etwas. Gut gemacht. Ich habe die Anklagepunkte verlesen und habe die Einwände der Verteidigung gehört. Ihr werdet nun die Möglichkeit haben, eure Schlussrede vorzutragen. Ja, ich bin bereit, Robert. Präsentiert uns den nächsten Punkt eurer Ansprache. Ja. Allgemeines Plädoyer. Ich möchte zunächst ein paar einleitende Worte sagen. Nur zu, nehmt euch Zeit, Brenno, ja. Selena wurde selbst Opfer eurer schlimmsten Feinde. In Avestreu wurde sie verraten und von Drachenkultisten bestohlen. Sie wurde Opfer der Diener der Drachen oder hat sie das vielleicht nur vorgetäuscht, um euch zu wenden? Präsentiert uns den nächsten Punkt eurer Ansprache. Ja. Rotes Haar im Bierlager. Ich habe noch ein Beweisstück zur Vergiftung von Zeugorax gefunden. Tatsächlich berichtet mehr. Wir haben im Bierlager eine Strähne rotes Haar gefunden, aber Selena hat keine roten Haare. Sie müssen vom Schuldigen stammen. Wir haben im Bierlager diese Strähne rotes Haar gefunden, aber Selena hat keine roten Haare. Sie müssen vom Wahnschuldigen stammen und die Händlerin Aldisia hat genau diese Haarfarbe. Ja, wir sprechen das aus. So, Aldisia. Selena hat tatsächlich keine roten Haare, das stimmt. Aldisia ist uns allerdings wohl bekannt. Eine Haarsträhne macht sie noch nicht zu einer Verdächtigen. Aber ich habe euer Argument zur Kenntnis Präsentiert genommen. Präsentiert uns den nächsten Punkt eurer Ansprache. Ja. Assel-Lockstruff. Könnt ihr uns mehr über diesen Assel-Lockstoff sagen? Der Assel-Lockstoff, der verwendet wurde, ist extrem selten und teuer. Selena hatte gar keine Möglichkeit gehabt, sich so etwas zu beschaffen. Der Assel-Lockstoff stammt aus der Wüste Kom und jeder weiß, dass die Krämerin Aldisia gute Verbindungen in die Kom-Wüste hat. Nach allem, was sie so anbietet. Er muss also Aldisia gehören. Aber vielleicht hat Aldisia die Flasche ja an Selena verkauft. Warum kam Aldisia da nicht gleich zu euch? Ihr Schweigen macht sie in der Sache verdächtig. Selbst dann würde Aldisia zumindest unter einer Decke mit dem wahren Täter stecken und wäre auch verdächtig. Nehmen wir das. Vielleicht habt ihr ja recht, aber es entlastet Selena nicht. Präsentiert uns den nächsten Punkt eurer Ansprache. Ja. Den Einbruch bei Selena zur Sprache bringen. Ich möchte noch einen weiteren Vorfall ansprechen, der erhält, dass Selena hier Opfer und nicht Täter ist. Ein weiterer Vorfall spricht. Ein Unbekannter ist in Selenas Wohnstadt eingebrochen und wurde dabei beobachtet. Ich will Schrobosch als Zeugen aufrufen lassen. Dann tretet vor und spricht Schrobosch. Schrobosch, Sohn des Simosch. Ihr wurdet als Zeuge in diesem Prozess aufgerufen. Androsch selbst sieht jetzt auf euch hinab. Sprecht nur die Wahrheit und lasst keine Lüge über eure Lippen dringen. Habt ihr verstanden? Natürlich, ich bin hier, um auszusagen, dass ich jemand beobachtet habe, der in Selenas Haus eingebrochen ist. Ich wollte gerade die Wachen rufen, als ich niedergeschlagen wurde. Das ist wirklich seltsam und unterstützt einige eurer Argumente, Brenoir. Ich werde es bei meiner Entscheidung bedenken. Sehr gut, weiter so, Brenoir. Präsentiert uns den nächsten Punkt eurer... Ja, okay. Das rote Haar ist verpackt, dann beenden wir das, Brenoir. Habt ihr eure Ausführung noch etwas hinzuzufügen, Brenoir? Ich habe nichts weiter hinzuzufügen. Die Schlussrede der Verteidigung ist hiermit beendet. Alle Beweise und Argumente wurden vorgebracht. Ich werde nun mein Urteil verkünden. Brenno, so des Turin. Dieser Wolosch einen weiseren und gerechteren Wahrheitssuchenden als euch. Bei Angrosch kneifenden Augen. Die Gaukelkönigin ist definitiv unschuldig, wie ihr zweifelsfrei bewiesen habt. Selena, wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeiten und unsere falschen Anschuldigungen. Die Tore Murlo stehen euch wieder offen. Ihr seid jederzeit willkommen. Bei den Göttern sei Dank, Brenno, dir, ich danke dir. Es war mir eine Ehre. Ich bedanke später Zeit. Es gibt noch Dringenderes zu tun. Der wahre Täter läuft noch frei herum. Natürlich, eure Hoheit, ich höre. Nun, Brenno, ihr Sohn des Thorins, bringt mir Aldisia. Es gibt einige Fragen, die sie zu beantworten hat. Hab Dank, eure Hoheit. Ich werde Aldisia zu euch bringen. So... Geschlossen, eine Freundin unter Verdacht. Gewinne den Prozess. Ich konnte genügend Indizien vorlegen, um Ambrosch von Selenas Unschuld zu überzeugen. Der Prozess war ein voller Erfolg. Ich konnte die Sabotageakte aufklären und die wahre Täterin überführen. Selena ist wieder frei, denn alle Verdächtigungen gegen sie konnten entkräftet werden. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn mir die Beweisführung nicht gelungen wäre.
Adessia ist für die Sabotageakte verantwortlich. Ich soll sie auf Geheiß des Königs aufhalten und herausfinden, was dahinter steckt. Verhafte Adessia. Adessia hat die Sabotageakte verübt, versucht, sie Salina in die Schuhe zu schieben. Es wird Zeit, dass die wahre Schuldige gefasst wird. Okay, es sind alle auf einmal aus dem Saal verschwunden, bis auf den König. Wollt ihr denn? Ja, wahrscheinlich ging das Ganze hier nur auf Zeitschinden hinaus. Adessias Gemächer. Warte, die sind da unten irgendwo? Ah, Salina ist jetzt hier. Ihr habt also den wahren Täter aufgedeckt. Gut gemacht. Und übrigens, das Quartier der Dame Aldesia findet ihr in der Nähe von Grazimas Lager. Also im zentralen Schacht ein paar Treppen hinunter. Viel Erfolg. Sehr gut, diese Frau hat ausgespielt. Ja. Vielen Dank. Du bist ein wahrer Freund. Wie kann ich das jemals wieder gut machen? Das habe ich doch gern gemacht. Du bist zu großmütig, aber ich möchte mich trotzdem bei dir bedanken. Hier, nimm diesen Ring als Zeichen meines Dankes. Ich danke dir, holde Salino. Was ist mit dir? Was hast du jetzt vor? Ich weiß noch nicht so recht. Eine Zeit lang im Urlaub mich von den Strapazen erholen. Dann weiterziehen. Ich hege keinen Groll gegen die Zwerge, aber hier auftreten möchte ich jetzt nicht mehr. Dann wünsche ich dir viel Glück bei deinen weiteren Reisen. Leb wohl. Wir haben also einen Ring bekommen. Alles klar. Gladys, schau mal, was ist das? Ein Ring des Lebens. Okay, also jetzt nichts Besonderes. Also kein Wunder, dass wir Adessias Unterkunft nicht finden konnten. Die ist hier unten nämlich. Grazimas Lager, Adessias Gemächer, warum auch immer sie in einer Halle, Lagerhalle wohnt. Aufgepasst. So, sicherheitshalber bewaffnen wir das uns. Ja gut, da ist halt das hier und da ist an der Truhe eine Falle. Also hier sind Steinbetten. Folgt mir. Ach, ein Hehler und eine Mausefalle. Reich ist halt das ja nicht gerade. Als andere sind wir jetzt auch losgeworden, ja. Ich finde es schade, dass ich die Questsachen nicht anordnen kann. Was sucht ihr in meinen Gemächern? Hinaus! Wir sind im Auftrag König Alombolosch hier, um euch in Gewahrsam zu nehmen. Eure Machenschaften sind aufgedeckt, Adessia. In Gewahrsam, lächerlich, ihr könnt uns nicht mehr aufhalten. Hallo, Steingolems. Thorgrim, Fass. Na klar, jetzt wird's ernst. Candidus, sprich, Gorkai. Kann man Steingolems überhaupt, also zum Brennen bringen kann man sie. Ich versuche mein Bestes. Einmal. Ja gut. Ich hoffe mal, jetzt Thorgrim einen übernimmt. So,
Dass das mit dem Schaden. Ich versuche mein Bestes bei meiner Macht. Mein Atem geht runter. Saranar Ayor. Furax. So, machen wir mehr Feuer. Vielleicht hilft ein Donnerkeil ein bisschen mehr. Meint ihr? Ja, ein Donnerkeil. Furax. Lass das mal vorführen. Ich glaube, durch die Rüstung ist ein gezielter Stich besser. Oh, jetzt wirft er auch noch um. Wir verursachen zwar keine Wunden, aber wir machen auf jeden Fall mit gezielten Stichen und so Schaden, weil wir die Rüstung halt ignorieren können. Alles klar. Bei Angrosch Sparte, wir sind zu spät. Diese hinterhältige Schlange ist bereits tot. Jetzt werden wir wohl nie erfahren, was sie zu ihren Taten getrieben hat. Vielleicht erhellen uns ihre Aufzeichnungen. Ich sehe keine guten Tage auf uns zukommen. Das deutet auf eine viel größere Verschwörung hin. Aldesia hat in Murolosh nach einem Zauberportal gegraben und hatte es gerade in aller Ruhe präpariert, während die Gauklerin beinahe für sie den Kopf hinhalten musste. Hey, wir haben Stiefel erhalten. Also gut, nochmal da hochgehen und da das hier plündern, solange sie da noch hoffentlich rumliegt. Jo. Wir können auch Golems plündern nach wahrscheinlich Steinen oder Golemfragmenten. Ja, schöne Sachen. So, all das ja selber. Ein Ring, Dukaten, Kultistendolch und Wurfsterne. Was für ein Ring ist das diesmal? Oh, ein Gewandheitsring. Mein Atem geht ruhig. Ein Zwerg, ein Wort. Meint ihr? Der macht Fingerfertigkeit. Etwas mehr Gewandtheit würde uns, glaube ich, besser tun. So. Und natürlich die Arbeiterschuhe, die wir seit Anfang des Spiels tragen, mal aussortieren. Ja. Alles klar. Und dann knacken wir mal das Schloss hier noch. Aufgepasst. Edelstein und Dukat. Adesia hat sich nicht wehrlos verhaften lassen, sondern bis zum Tode gekämpft. Wenigstens muss sich jetzt keiner mehr vor weiteren Sabotageakten fürchten. Adesia ist besiegt, aber die Ränke der Drachenkultisten reichen mit Sicherheit noch weiter. Ich muss durch das Teleportationsportal gehen und ihnen zuvorkommen.
Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Also eigentlich habe ich hier allgemein erstmal andere Sachen vor. Also erstmal speichern als Let's Play 035. Und dann gibt es hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich.